immer noch. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen wegen dieser nervigen Musik. Oh, wie spät haben wir jetzt? Um 7? Um 7 und es ist immer noch so laut. Was ist denn da los? Oh, ich habe so Kopfschmerzen. Oh, wo kommt es denn her? Sind es die Nachbarn? Liz bleibt doch auch nicht so lange wach. Ist das vielleicht Sam? Oh, das geht schon die ganze Nacht. Ich krieg echt einen Anfall. Kommt das von Sam? Wo kommt das denn her? Oh. Liz, sag mal, weißt du, wo die Musik herkommt? Nein, keine Ahnung. Ich glaube von unseren Nachbarn oder so. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Meinst du, es kommt... Ich glaube, das kommt von Sam, oder? Hm, meinst du? Das ging jetzt schon die ganzen letzten Tage so. Ich habe gar nicht geschlafen. Ich hoffe nur, dass unsere Vermieterin das nicht gehört hat, wenn das Sam ist. Bei uns in der Hausordnung steht, dass wir nach 22 Uhr leise sein müssen. Meinst du? Ich glaube, da hätte sie schon was gesagt, oder? Also ganz ehrlich, von mir aus kann sie gerne jetzt mal mit Sam reden, weil ich bin so übermüdet. Ich habe Tage nicht geschlafen. Oh, ich war mir doch sicher! Sam! Ich war mir sicher, dass es von dir kommt. Diese Musik die ganze Nacht und es ist jetzt 7 Uhr morgens. Was ist los hier? Warte, ich glaube, es hat an der Tür Sam! Oh, Frau Meier! Was ist los bei dir? Sie sind schon wach? Ja, es ist Freunde. 7 Uhr morgens. Ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen bei dem Krach. Was Waren ist wir los? So laut? Ja, die Freunde sind vorbeigekommen und wir machen ein bisschen Party, aber so schlimm war das doch jetzt nicht. Wir jetzt vorbei, deine Freunde gehen und wir machen die Musik ein bisschen leiser, ne? Wir machen die Musik leiser. Los mit den Jungs! Oh Meier! So, die Musik ist jetzt aus. Ja, ist ja gut. Es war jetzt das dritte Mal in Folge. Heute, letzten Dienstag und Freitag auch. Ja, aber da war das Wochenende. Damit ist unser Mietverhältnis beendet. Hä? Lies mal genau die Hausordnung und deinen Mietvertrag. Da steht drin, bei 30 Übertreiben Stunden. Doch nicht direkt. Es ist vorbei, du kannst deine Sachen packen, du ziehst aus und du bekommst Hausverbot. Hier gibt es keine weiteren Partys. Ja. Frau Meier, bitte nicht. Nein, es ist vorbei. Pack deine Sachen. Oh, endlich Ruhe, endlich ist es vorbei. Ach, hallo, schön. Hallo, hallo Frau Meier. Haben Sie das jetzt mit Sam schon geklärt? Ja, das habe ich mit ihm geklärt. Das ist vorbei mit ihm, er packt gerade seine Sachen, er zieht aus und ihr beiden könnt euch einen neuen Mitbewohner suchen. Diesmal bitte jemanden, der nicht dreimal die Woche feiern möchte. Ist das Ihr Ernst, Frau Meier? Ist das nicht ein bisschen zu hart? Können wir da vielleicht nicht, ist er richtig raus? Muss er ausziehen? Ja. Können wir nicht eine Lösung finden? Ja, die Lösung habe ich schon gefunden. Er ist raus. Ihr beiden habt eine Woche Zeit, jemand Neues zu finden. Und wenn ihr keinen gefunden habt bis dann, dann kümmere ich mich einfach wieder dran. Frau Meier. Mist. Denkst du, Sam hat das überhaupt mitbekommen? Die Musik läuft immer noch. Die Musik läuft ja noch. Oh Gott, er ist jetzt wirklich... Wir müssen das klären. Sam kann nicht ausziehen. Wir müssen das jetzt irgendwie, wir müssen das mit ihm besprechen. Komm. Sam! Mach die Musik jetzt aus! Sam! Mach auf jetzt! Ich glaube, das sind wieder meine Vermieter. Oh, mach jetzt die Tür auf und die Musik aus! Was ist denn mit euch? Hast du das nicht mitbekommen? Was mit... Ja, Frau Meier hat dich... Die meinte das doch bestimmt nicht so. Das ist unser voller Ernst. Du bist hier rausgeflogen. Nein, ich glaube nicht. Sam, warte. Frau Meier war gerade richtig wütend. Sie hat gemeint, dass du rausgeflogen bist. Wir müssen hier unbedingt eine Lösung jetzt finden. Jetzt wirklich? Ja, natürlich. Ja, ernsthaft. Psst, ey, mach mal ein bisschen leiser. Doch, das ist jetzt mein Ernst. Mach leiser. Sam, komm raus jetzt. Das ist nicht euer Ernst. Ja, doch. Sie will mich doch nicht rausschmeißen. Mich doch nicht. Hallo, ich bin Sam. Sie hat dich rausgeschmissen und es ist auch kein Wunder. Aber wieso? Weil du fast die ganze letzte Woche gefeiert hast. Ja, wir konnten überhaupt nicht mehr schlafen. Du hast es total übertrieben. Aber ich hatte frei. Was soll ich machen? Ja, aber trotzdem. Am besten nur bis 10 Uhr. Aber bis 10 Uhr, da haben wir gerade erst angefangen. Ja, kein Wunder, dass wir alle schlechte Laune haben, wenn wir alle nicht geschlafen haben die letzte Woche. Ihr könnt doch tagsüber schlafen. Ja, Sam, manche müssen halt auch früh raus, ne? Bin ich jetzt wirklich raus? Ja, du bist raus. Wir müssen jetzt echt irgendwie mit Frau Meier reden, weil sonst haben wir echt ein Riesenproblem. Wie willst du das deinem Papa erklären? Ganz ehrlich. Ja, also, du bist raus. Du kannst jetzt deine Sachen packen und das eigentlich... Das ist nicht euer Ernst. Als ob Frau Meier mich jetzt rausschmeißt. Nein, warte. Vielleicht sollten wir erstmal versuchen, nochmal mit Frau Meier zu reden. Das ist eine gute Idee. Soll ich mitkommen? Am besten du. Gehst jetzt erstmal wieder da rein, sorgst dafür, dass diese ganzen Leute hier verschwinden, machst die Musik aus... Es sind doch nur 10, 12 Leute drin. Und dann kommen die hier nie wieder rein. Ja, ist ja gut. Okay, ja, ich kümmere mich drum. Jetzt. Kümmert ihr euch dann um Frau Meier, bitte? Ja, wir klären das. Okay. Warte, mach leiser jetzt! Wir müssen jetzt echt die Daumen drücken, dass Frau Meier mit sich reden lässt, ne? Ja, aber das ist Sam, da ist es wirklich schwierig, mit jemandem zu reden. Ja, er ist halt sehr eigen, ne? Komm, wir versuchen es.
Frau Meier? Hallo, Frau Meier. Ah, morgen. Tut mir leid für die Störung. Ja. Sie haben das ja bestimmt mitbekommen, ne? Dass es ein bisschen laut war, ja, die letzten. Sam, ist er schon weg? Hat er gepackt? Ist er abgehauen? Hat er sein Auto genommen und ist vom Parkplatz? Nein, nein, also. Warum nicht? Das ist auch der Grund, warum wir bei warum? Ihnen sind. Ja, er hat wirklich. Es war die letzten Tage laut, aber wir haben ja, mit Ihnen gesprochen. Deswegen ist er jetzt rausgeflogen. Ich mache gerade die Anzeige fertig. Ich schicke euch gleich den Link, dann könnt ihr weiterleiten. Aber können wir vielleicht nochmal drüber reden, haben wir weil Sam. Er hat die Musik. Er hat die Musik leise gedreht und er wird ja, sich ändern. Ich habe eine Stunde geschlafen letzte Nacht. Ich brauche meinen Schlaf. Ich bin nicht mehr so jung wie ihr. Aber können wir vielleicht eine Lösung finden? Vielleicht irgendwie, können wir irgendwie. Nee. Also, ich habe meine Lösung gefunden für mich. Er ist raus. Ihr bekommt jemand Neues, jemand Ruhiges, nein, jemand Nettes. Ich denke auch noch ein anderes Mädchen tut euch gut. Oh, Frau Meier, nein. Und dann wird das sehr nett bei euch. Schön ruhig, dann machen wir Kaffee trinken zusammen. Können wir irgendwas tun, um sie nochmal umzustimmen? Nee. Frau Meier. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ist er immer noch oben tatsächlich oder ist er weg? Also Frau Meier, das ist gerade mal 2 Minuten her. So schnell kann er da nun wirklich nicht ausziehen. Der kann was erleben, ich werde ihm helfen. Oh, Frau Meier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir können nichts mehr machen. Sam wird rausgeschmissen, definitiv. Ich befürchte das auch. Papa, woher weißt du das denn? Mein Zimmer ist im Internet? Das muss ein Fehler sein. Nein, nein, ich wurde nicht rausgeschmissen. Nein, 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 ich brauche das Geld. Papa? Papa? Oh, er hat aufgelegt. Woher weiß er, dass ich da rausgeschmissen wurde? Hat Frau Meier das schon direkt ins Internet getan? Oh. Sam, bist du immer noch da? Ich rufe deinen Vater an. Da bist du ja. Frau Meier, also... Warum bist du noch hier? Haben Sie mein Zimmer ins Internet gestellt? Ich habe sogar schon die ersten 3 Mails bekommen. Die Leute reißen sich. Frau Meier, so war also, das... raus mit dir. So war das nicht gemeint. Frau ich Meier. Ich schicke dir deine restlichen Sachen nach. Aber Frau Meier... Dein Vater kommt und holt sie ab. Mein Vater und ich verstehen uns übrigens sehr, sehr gut. Komm, Mann. Raus, raus, raus. Oh, hey. Hey. Ah, da seid ihr ja. Wow, hallo. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Hä? Hey. Was soll das denn? Ich bin raus. Ich bin raus aus der Freundin. Ja, Frau aber Meier das hat mich wissen wir doch klar. Wir haben es dir doch gesagt. Hättet ihr nicht mitfeiern können oder so, dann wäre das vielleicht gar nicht passiert heute. Mann, ich bin raus. Ruhe. Jetzt sind wir wieder schuld. Ja, es geschieht ja, ihnen echt recht. Das war schon wieder so klar. Jetzt schiebt er wieder alles auf uns, als ob wir dran schuld sind, dass er da die ganze Nacht feiern muss. Aber dass Frau Meier echt so eiskalt ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn direkt rauswirft. Ich will nicht zu Mama und Papa wiederziehen. Das Zimmer ist so klein. Warum muss ich denn schon wieder feiern? Ja gut, okay, wir mussten auch feiern. Wir sind hier in der Freunde-WG. Oh, ich hab keine Lust nach Hause. Die Freunde-WG ohne Sam, das wird echt langweilig. Ja. Oh. Ach, da seid ihr beiden. Ach, Frau Meier. Endlich brechen jetzt schöne, ruhige, neue Zeiten hier an. Das wird richtig angenehm. Frau Meier, können wir noch mal miteinander reden? Wir haben da eine Idee. Ja, habt ihr schon jemanden ausgesucht? Wir haben eine Idee, eine gute Idee. Wie wäre es denn, wenn Sam 6 Monate lang den Hausordnungsdienst für alle Wohnungen übernehmen würde? Und okay, dafür könnte er dann vielleicht hierbleiben. Das wäre auch viel weniger Stress, weil ansonsten bräuchte man ja wieder einen neuen Mietvertrag und einen neuen Mitbewohner. Und da weiß man ja auch nicht, ob der so richtig ruhig ist. Aber Sam wird jetzt mit Sicherheit. Ich würde mir das unterschreiben lassen, dass die ruhig sind. Also da habe ich überhaupt keine. Wir hatten wirklich darüber nachgedacht und Sam findet das ganz toll. Wir hatten schon mal mit ihnen drüber gesprochen. Ja, ich rechne das gerade mal durch. Ich spare dann ja den Hausmeisterdienst, richtig? Ja. Ja. Richtig. Ja. Und er wird, wie gesagt, er macht das gerne, Frau Meier. Ja. 6 Monate, ja. Können wir vielleicht ein bisschen höher gehen? Wie wäre es mit einem Jahr? Das würde sich lohnen für mich. Das klingt doch gut. Ich glaube, damit hat Sam überhaupt gar kein Problem, wenn er dafür bleiben darf. Ja, doch 12 Monate. Das können wir machen. Ja? Frau Meier, sollen wir Ihnen dann gleich Bescheid geben? Wir können ja gleich mit Sam reden. Nee, ich mach das schon selber. Ich schau mal, wo er ist. Ich glaube, der sitzt ja noch vor der Tür und ich sag ihm das selbst. Danke. Papa, kommst du dann? Erst heute Abend? Was soll ich dann den ganzen Tag hier machen auf der Treppe? Ach, ja, ich weiß, das ist meine... Ich hab dich gefunden. Hast du noch mal Glück gehabt? Kannst wieso? Du da reinkommen? Was? Ja, du bist wieder drin. Denk aber an unsere Vereinbarung, ja? Und auf keinen Fall weitere Partys. Vielen Dank. Papa, hast du es gehört? Ja, ich bleibe hier. Ich weiß auch nichts von der Vereinbarung, aber... Okay, tschüss.
Was für eine Vereinbarung? Oh, yes, 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 yes. Mädels, ich darf bleiben. Liz, Merle, habt ihr das mitbekommen? Ja. Ich darf bleiben. Habt ihr das gemacht? Ja, also einerseits ja gerne. Oh, danke. Ich bin so froh. Warte. Was? Du musst ein Jahr Ordnungsdienst machen. In der ganzen... Überall. Wie überall? Im ganzen Haus? Ja, das war die Bedingung. Du musst da jetzt durch. Hier sind 8 Wohnungen im Haus. Ja, viel Spaß. Das macht der Hausmeister an einem Tag immer. Einen kompletten Tag. Ja. Okay, okay, okay. Wie lange muss ich das machen? Eine Woche? 2 Wochen? Was hast du gesagt? Ein Jahr. Ein Jahr. Ihr wollt mich gerade. Nein. Da musst du jetzt echt durch, ne? Sei froh, dass du hier bleiben darfst. So will ich lieber aussehen, Mann! Wie ein kleines Kind. Drama Queen.